three, four. The ponytails. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zu noch mehr Gags. Die Maul- und Klauenseuche ist zurück. Ein schöner alter Klassiker unter den Tierseuchen. Und ich kann Sie beruhigen, Sie haben es heute alle in der Zeitung gelesen, die Maul- und Klauenseuche ist nicht auf den Menschen übertragbar. Heißt es. Ja? Die Maul- und Klauenseuche ist nicht übertragbar. Das heißt, ich bin beruhigt, bei mir ist es doch nur Parodontose. Ja. Falls Sie jetzt doch zu den kritischen Patienten gehören und sagen, nein, das glaube ich nicht, das will mir wieder einer nur weiß machen. Wie erkenne ich Maul- und Klauenseuche? Wissen Sie, die Symptome sind Blasen und Geschwüre an der Zunge, Geschwüre am Zahnfleisch, Speichelfluss und Blasen an den Zitzen. Viele haben die Symptome einfach auch hier nach dem Karneval. Nee, was war schön! Krieg das bestimmt gleich. Nur wenn ich sowas höre, krieg ich's gleich, ja? Diese Bläschen an der Innenfläche der Mundhülle, Aften heißt das. Aften. Was ganz toll kommt, ist, wenn Sie mit einer Afte in Salzwasser schwimmen. Schweine! Auch gefährlich. In England, Sie haben es vielleicht gelesen, Wanderungen verboten, Fußballspiele sollen abgesagt werden. Nicht auf den Menschen übertragbar, aber damit die Menschen nicht von den Tieren zu anderen Tieren übertragen. Wir Menschen werden so gefährlich für die Tiere. Die Gefahr vor Schweinen, die Angst vor Schweinen ist so groß, bei Kabel 1 will man schon, was bin ich, absetzen. Welches Schweindel? Geht nicht mehr. Finger weg! Ja? Die Abkürzung für Maul- und Klauenseuche ist MKS. MKS. Wir haben Sie denn heute schon zwei MKS aufs Handy geschickt? Wir wollen das nicht wieder anfangen mit diesem sinnlosen Beifall, meine Damen und Herren. Wie vor unserer kurzen Erholungspause. Nein! Seien Sie ruhig, hören Sie konzentriert zu und freuen Sie sich. Ja? Ist überhaupt eine Zeit, in der wir die Pointe ein bisschen weggenommen haben? Wir haben ja Fastenzeit. Hallo Uschi, schön aufpassen. Ja? Uschi guckt wieder nach hinten, wo ich mühsam die Scherze ablese. Uschi, hier vorne. Ja? Lesen kannst du, wenn ihr zurückfahrt ins Sauerland. Ja? So, im Atlas. Meine Gäste heute Abend. Ach so. Was ich noch sagen wollte, wir haben die Gags ein bisschen rausgenommen. Wir haben heute nur ein Drittel der Gags, die wir sonst haben im Programm, aus Gründen der Fastenzeit, einfach um nachdenklicher zu wirken. Es fallen schon mal Sätze wie, ich glaube, es geht voran. Völlig ohne Pointe, einfach um zu sagen, Moment. Ich habe jetzt gehört, die römischen Kaiser, meine Damen und Herren, hatten zwei Männer, die hinter ihnen gingen und die ganze Zeit geflüstert haben, bedenke, dass du sterblich bist. Bedenke, dass du sterblich bist. Bedenke, dass du sterblich bist. Brauche ich nicht. Bin ja bei Sat.1. Oh, meine Gäste heute Abend. Einer der erfolgreichsten Produzenten in Deutschland, meine Damen und Herren. Vor langer Zeit gestartet mit dem Röhlheim-Hartreim-Projekt. Heute Abend mit einer neuen Künstlerin hier. Und zusammen mit ihr und dem Pianisten Martin Haas bilden sie die neue Formation Glashaus. Unglaublich schöne Frau und werden nachher live hier den neuen Song vorstellen. Heute Abend bei uns Glashaus. Moses Pelham, Cassandra Steen und Martin Haas.
Wir haben Fastenzeit. Ich habe sie nur. Fastenzeit im Free TV. Das heißt jetzt noch weniger Spiele und dafür ein bisschen mehr Werbung, meine Damen und Herren. Und ein Pater, ein Glaubensbruder in der Nähe von Frankfurt hat darauf aufmerksam gemacht, bitte meidet während der Fastenzeit die Erotikseiten im Internet. Ja. Klickt nicht auf diese Seiten mit den nackten Brüsten und den entblößten Schamteilen, sondern reißt euch mal am Riemen. Blasen auf der Zunge und am Zahnfleisch. Alles psychosomatisch. Bestimmt habe ich es heute Abend wieder, wenn ich nach Hause komme. Nur vom Hören. 40 Tage keine Sexseiten im Internet. Ja, meine Autoren haben gesagt, wie, gibt's noch andere? Ja, das ist die aktuelle Sprachregelung für uns Katholiken. Es ist so in der Fastenzeit. Man darf die Seiten im Internet anschauen, aber beide Hände bleiben auf der Tastatur. Das ist erlaubt. Dr. Guido Westerwelle, auch er nicht mehr der Jüngste, auch er ein Sterblicher. Für viele wirkt er nicht so, aber er ist auch sterblich, meine Damen und Herren. Und er hat jetzt eine tolle Idee gehabt. Er sagt, ich werde immer älter und meine Partei sowieso. Vielleicht stirbt meine Partei noch vor mir. Und da hat er eine tolle Idee gehabt. Und zwar, er hat den Verein Lisa gegründet. Aber Lisa, das ist nicht wie früher, wie wir es so geschrieben haben. A, großes A oder kleines A, sondern das ist so ein A, so ein, wie sagt man da, Klammeraffe. Ja, heißt es Klammeraffe? Ad? Heißt es Klammeraffe? Wie heißt es eigentlich mit Fachausdruck? Ad? Ad. Ist das Ad? Ad. Ad im Sinn von Klammeraffe. Jetzt sagen wir Ad. Ad. Also Lisette. Aber es heißt nicht Lisette im französischen Sinn, dieses Operettenaffe. Lisette, Lisette, Lisette. Sondern Lisette, wenn überhaupt. Aber Lisa Klammeraffe. Sehr eingängiger Name, den sich Westerwelle da ausgedacht hat. Lisa mit dem Klammeraffen hinten dran. Und das soll älter werdende Menschen an die FDP heranführen. Dr. Westerwelle geht, um die älteren Menschen zu erreichen, auch nicht mehr in Big Brother Container. Er geht jetzt direkt zu Fliege. Und heute Mittag wurde er um 12 Uhr gesehen, wie er Wolfgang Gerhardt über die Straße geführt hat. Das war gerade der Herr, der wusste, dass es Ed heißt. Im Sinn von Ed. Heute politischer Aschermittwoch, meine Damen und Herren. Es war der Auftritt von Edmund Stoiber! Und es war der Auftritt von Joschka Fischer. Toll, in der grünen Metropole Biberach. Ist wieder ein bisschen kräftiger geworden, unser Außenminister, ein bisschen fülliger, aber toller Auftritt. Und wir sind auch politisch, traditionell an diesem Tag. Wir wollen nicht vergessen, meine Damen und Herren, dass es eine Zeit gab, in der es vor allem Tieren in unserem Land noch schlechter ging als heute. Kinder, ihr seht so toll aus, da wird Tante Luzi sich aber freuen. Ich kann Tante Luzi nicht leiden, die riecht immer so. Stinke, stinke. Wo bleibt denn eigentlich Nazi Panse? Nazi Panse ist am Bahnhof und holt Tante Luzi dort ab. Nazi Panse, Tante Luzi. Stinke, stinke. Juhu, Kinder, ich freue mich ja so. Wir alle freuen uns, aber jetzt wird erstmal lecker Kaffee getrunken. Also, jetzt machen wir es uns erstmal richtig gemütlich. Kinder, Tante Luzi hat auch was zum Naschen mitgebracht. Danke. Danke, Tante Luzi. Der Junge ist wirklich völlig debil. Gute Güte, bist du groß geworden und der Junge ganz der Vater. Kommt davon, wenn man mit dem Führer pennt. Eine Frechheit, dass du mir immer wieder diese eine Nacht vorhalten musst. Ich dachte, du hättest mir endlich verziehen. Mach dir nichts draus, meine Liebe. Männer sind Schweine. Schweine, selten so gelacht. Ich
hau ab hier, Nikolov. Wird Nazi Panse wieder zurückkehren und Mutter verzeihen? Hat sich dieses Luder wirklich vom Führer vernaschen lassen? Und warum ist die Banane krumm? Dies alles und noch viel mehr in der nächsten Folge von Unser Nazi Panse. Die aktuelle CD von Glashorst, Wenn das Liebe ist, das neue Projekt von Moses Pelham und die Sängerin, sehr, sehr attraktive Frau Cassandra Steen. Ich habe es schon eingangs erwähnt. Fastenzeit. Und ich finde, wir brauchen auch, wir sollten ein bisschen frugaler werden. Brauchen wir wirklich dieses aufgesetzte Licht? Leben wir nicht alle davon, dass die Sonne ein bisschen auf uns abstrahlt? So sieht das aus, wenn wir vom Arbeitslicht hier leben. Schauen Sie, meine Damen und Herren. Ja, humoristischer Aschermittwoch. Reicht doch. Muss es denn immer dieses überhebliche, protzende Licht sein? Ich finde, es reicht, Herr Andrag, oder? Ja, absolut. Wie war dein Karneval? Doch, sehr schön. Was hast du gemacht? Ich bin gestern im Zug mitgegangen. Und dann war ich in der Kneipe. That's Showbusiness. Hast du was gelesen? Ja, also davor. Also. Natürlich nicht im Zug. Wer geht denn schon im Zug und liest? Macht doch nicht mal Uschi aus dem Sauerland. Ja, ich habe eine Karl-Marx-Biografie gelesen. Bitte? Bist du Kommunist? Nein. Wieso eine Karl-Marx-Biografie? Ja, das ist doch eine historische Persönlichkeit. Ist das interessant? Ja, sehr interessant. Gibt es was Neues, was man wissen sollte über den sympathischen Kommunisten? Ja, wahrscheinlich Kommunisten? Wusste man das schon, aber ich wusste nicht, dass er so viele... Er hatte Karbunkeln überall, am Hintern und unter den Armen. Er hatte was? Karbunkel, das sind verschwerte... Karbunkel? Ja, das sind Vorunkel, schwere Vorunkel. Karl Marx hatte Karbunkel? Hatte Karbunkel. Karl Karbunkel Marx? Wie denn? Während er sozusagen ein Gespenst geht um in Europa, quälten ihn Karbunkel am Gesäß? Ja, genau. Das war auch sehr psychosomatisch. Immer wenn er was dem Verleger versprochen hat, was abzuliefern, dann ist ihm wieder so ein Karbunkel geplatzt. Und das ist wirklich wahr. Und dann musste er sich wieder ein paar Wochen ins Bett legen und hat Engels... Der Engels musste ja immer bluten, ne? Engels hat ihm ja Millionen von Pfund immer überwiesen, damit er weiterschreiben konnte. Er hatte nie eine richtige Arbeit, hat immer nur von Engels gelebt. Entschuldige mal, jetzt bin ich mit der Metapher durcheinander gekommen. Karl Marx ist das Karbunkel geplatzt, aber Engels musste bluten. Ja, ja. Ja? Engels hat ihn finanziert. Ja, genau. Wahnsinn. Engels hatte ja von seinem Vater die Baumwollfabrik in Manchester. Natürlich. Mhm. Frag mich, was mein Haupterlebnis im Karneval war. Harald, was war dein Haupterlebnis im Karneval? Ich bin mit meinem Auto in den belgischen Ardennen im Schlamm stecken geblieben. Kann man belgische Ardennen sagen? Ja, es gibt ja auch luxemburgische Ardennen und französische Ardennen. Natürlich! Französische? Selbstverständlich, Sedan und so weiter. Das sind Ardennen-Ausläufer, die französischen Ardennen. Ja, natürlich, ja. Und ich, mit meinem Auto, du weißt, welches Auto ich fahre? Darf man das sagen? Ist das Schleichwerbung? Mercedes sozusagen. Ja, Mercedes. Ne? Natürlich darf, ist keine Schleichwerbung. Ist keine Schleichwerbung, wenn ich den Namen einer anständigen deutschen Firma nenne, die über Jahrzehnte hinweg Spitzenprodukte für den Weltmarkt geliefert hat und jetzt unverschuldet in Not geraten ist. Ich fahre also mit meinem Mercedes 320 S-Klasse in die belgischen Ardennen und denke mir, schnapp doch mal frische Luft. Park doch mal hier rechts in diesem schneebedeckten Streifen. War das Letzte, was ich hörte. Ja. Und sitze ich da drin und wie alle Laien drücke ich einfach, du weißt, ich fahre Automatik, weil ich möchte ja nicht so schalten, wenn ich im Schritttempo an den Schaufenstern in der Innenstadt entlang fahre. Ich dumpfes Gefühl sagt mir, ich grabe mich immer tiefer rein. Ja. Und die Ardennen, meine Damen und Herren, ein echtes europäisches Kulturgebiet. Holländer kommen vorbei, 5 freundliche, sehr sportliche Holländer mit Langlaufschienen und sagen, sollen wir schieben? Ich sitze also in meiner S-Klasse. Die Holländer schieben und ich hatte irgendwie ein welthistorisches Gefühl, weißt du?
fünf Holländer versuchen im Schlamm der Ardennen einen Deutschen mit der S-Klasse rauszuschieben. Natürlich klappt es nicht. Ich grabe mich immer tiefer ein. Es hilft alles nichts. Ich muss in den nächsten Ort laufen, ungefähr 3 Kilometer. Mhm. Ja? Geh da rein. Bonjour, j'ai un problème. S'il vous plaît, pourriez-vous téléphoner le dépannage? Habe ich zum Glück mir irgendwie zusammengenagelt. Mhm. Le dépannage. Ruft irgendein Jean-Luc an. Mit Traktor. Nach 10 Minuten, ich sitze da auf dem Platz, warte. Hör mal. Ich denke, jetzt kommt der Traktor. Wieder nur ein Peugeot Diesel. Kommt dieser Traktor, ein junger, cleverer, sehr sympathischer Bauer mit dem Traktor. Wie komme ich mit dem Traktor mit ihm zu meinem Auto? Ich muss mich hinten auf den Traktor draufstellen. Ich fahre also stehend an einem Sonntagnachmittag 3 Kilometer hinten auf einem Traktor durch die belgischen Ardennen. Hinter mir holländische und belgische Peugeot und Citroën Diesel im Schritttempo. Ich war kurz versucht zu salutieren, hab's aber dann gelassen. Und dann, wo machst du bei so einer S-Klasse den Haken fest, ja? Alles vom Feinsten. Es gibt ein süßes kleines Plastikkläppchen, das schiebst du runter. Und ich musste natürlich das Betriebshandbuch holen, ja, weil ich nicht wusste, wo es ist. Es gibt eine Abschleppöse. Das heißt, im Reserverad liegt das Werkzeug aufgereiht. Du nimmst diese Abschleppöse raus, die ist auch von zarten Frauenhänden, wie ich sie habe, reinzudrehen. Dann wird das eingehakt und das hat dann wieder alles historisch relativiert. Weißt du, wenn du gesehen hast, wie so ein ganz bodenständiger belgischer Traktor einfach so eine S-Klasse mir nichts, dir nichts aus dem Dreck zieht, entwürdigend für dieses Auto. Was noch entwürdigend war, ich war drin, als rausgezogen wurde. Sie zu Hause, wenn Sie sagen, sollen wir Mutti, was ist mit dem Bild? Football is coming home. Ich habe heute festgestellt, als ich den Außenminister gesehen habe, so wirklich auch sehr interessant, finde ich. In Biberach, ich glaube, ich lasse mir jetzt die Haare wachsen wie Joschka Fischer. Ich lasse mir hinten ausrasieren, weißt du, und hier lasse ich mir so eine tolle wachsen. Das wirkt irgendwie sehr meditativ, oder? Als wäre ich der Hausmeister von Dürer oder so. Ja, nun aber weiter im Programm. Ja, genau. Denn wir sind ja nicht zum Vergnügen hier. Jetzt, meine Damen und Herren, Zeit für alle Fans, für den Räusperer von Alfred Biolek des Tages. Tolle Sache. Eine schöne Idee der Bild-Zeitung. Bildleser malen unseren Bundespräsidenten. Eine wirklich schöne Idee. Schauen Sie, dieses große Porträt ist auf ein Holzbrett gemalt. Sieht wirklich also sehr, sehr gut getroffen aus. Hier unten eine junge Künstlerin, eine 17-Jährige. Ja. Und das, ich dachte, es sei der Papst, ne? Dann dachte ich, es sei Fürst Renier. Oh, der hat's auch nicht einfach, von Monaco. Die lebt jetzt mit dem Zirkusdirektor im Wohnwagen. Stefanie, haben Sie gelesen? Guckt schon so aus dem Wohnwagen raus, bei Rolf Knie. Ja, aber mir hat die Idee gut gefallen. Und zwar, ich habe mir gedacht, ich möchte auch den Bundespräsidenten malen. Muss ich hier den Filzstift nehmen oder haben wir dort einen? Ich glaube, wir haben auch dort einen. Habt ihr dort einen? Sven, habt ihr einen Filzstift? Oder muss ich ihn von hier mitnehmen? Ihr habt einen Filzstift? Ihr habt einen Filzstift, dann brauche ich den nicht mitnehmen, dann kann ich den Filzstift hier liegen lassen. Das ist ja der Filzstift für den Schreibtisch. Ich habe mir gedacht, ich male auch den Bundespräsidenten. Wir haben hier ein Bild, an dem ich mich orientieren kann. Ja? Und, ach so. Schauen Sie. Das ist das Bild, unser Bundespräsident mit einem Mütze. An dem kann ich mich orientieren. Und
Ich werde versuchen, ihn jetzt, das muss ich euch stehen lassen, ja? Oh, das ist nicht einfach. Abzuzeichnen. Kann ich mich so da vorstellen? Oder muss ich Platz machen? Geht das so? Wenn ich so da vorstelle, das, ich sehe mal, ich drehe ein bisschen so. 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 Nicht besser. Was ist denn das für ein Schatten hier? Das muss weg. Und viele alte ZDF-Fans wird es jetzt freuen mit der Zeichen- und Malmusik im deutschen Fernsehen überhaupt. Helmut, leg los! Sieht eigentlich ziemlich echt aus, finde ich. Ja, war eine schöne Idee von Bild. Obwohl, heute Morgen habe ich schon mal geärgert über Bild. Ja, weil es geht jetzt los mit dieser Hetze auf unseren nächsten Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher, weil Schumi angeblich 300.000 Mark pro Tag verdient. Was denn sonst? Und Bild hat schon wieder angefangen, das matig zu machen. Und einen ganz schlimmen Fehler haben die auch noch gemacht. Gestern deckte Bild auf. 300.000 am Tag. Nein, nicht geschlachtete Rinder, sondern Mark. Die tut sich unser Schumi immer schön weg. Ja, da macht der Mützensponsor doch auch mal Sinn. Heute fragt Bild dann, und was verdienen Sie? Darauf gaben Menschen aus dem Volk gerne Auskunft. Erstaunlicherweise lagen viele doch empfindlich unter Schumis Tagessatz. Zum Beispiel 90 Mark am Tag Stefanie Kopmann, 22 Kassiererin. Das ist ungerecht, ich komme gerade über die Runden, hätte auch gern mehr Geld. Wenigstens riskiere ich nicht mein Leben. Ja, obwohl als Kassiererin, egal. 126 Mark am Tag Klaus Kerro, 30, Feuerwehrmann, meint, ich gönne ihm das Geld, er kann doch nichts anderes. Wenn es mit dem Sport vorbei ist, muss er von den Reserven leben. Richtig, Klaus weiß, das kann ganz eng für Schumi werden. 34 Mark am Tag Uwe Hübner, 51, Schlageransager, meint, jeder bekommt das, was ihm zusteht, das ist schlecht. Ich komme zwar klar, hätte aber doch gern wesentlich mehr Geld. 15 Mark am Tag Ciano Jobatai, 58, Frühstücksansager, meint, ich kann Uwe nur zustimmen. Von welchen Reserven ich mal leben soll, ist mir ein völliges Rätsel. 8 Mark am Tag Jenny Elvers, 47, Partyfregatte, ergänzt. Ich habe außer Schminken und Schwangerwerde nichts gelernt. 300.000 Mark am Tag kämen da wie gerufen. Danke, Bild. Es ist gut zu wissen, wie Menschen auf der Straße darüber denken. Nur bei der Recherche, was Prominente am Tag verlangen, habt ihr geschludert. Steht doch da unter Harald Schmidt. 60.000 Mark pro Show. Lächerlich. Ist euch die Null von der Tastatur gefallen, oder? Wenn das Liebe ist, Glashaus. Und für alle jungen Damen und Herren, die vielleicht den anspruchsvollen Beruf eines Journalisten ergreifen wollen, jetzt schon mal zu Papier und Bleistift gegriffen und das Anmeldeformular für die große Sat.1 Journalistenschule bestellt. Denn Sat.1 bildet seinen Nachwuchs selber aus. Samenraub, Rinderwahn, Busen verbrannt. Täglich passiert ganz schön viel. Zum Glück gibt es Sat.1. Ein umtriebiger TV-Sender, der über all das, was da draußen abgeht, informiert ist. Wenigstens in groben Umrissen. Wie aber, so fragen Sie sich jetzt, kommen die nur immer an diese topaktuellen Bilder, die oft auch noch zu den einzelnen Nachrichten passen? Nun, dafür sind hochmotivierte Sat.1-Journalisten wie er hier zuständig. Ja, das stimmt. Ich bin ein hochmotivierter Sat.1-Journalist. Und die hier sind mein hochmotiviertes Sat.1-Journalisten-Kamerateam.
Heiße Stories, harte Fakten. Das ist die faszinierende Welt eines Sat1-Journalisten. Obwohl, eigentlich wollte ich ja Stepptänzer werden. Heiße Stories, harte Fakten, fetzige Stepptanzeinlagen. Das ist die faszinierende Welt eines Sat1-Journalisten. Aber wie, fragen Sie sich jetzt doch, funktioniert dieser Job im Detail? Auf welche Bildmotive muss man achten? Beispiel 1. Der drohende Ministerrücktritt. Worauf kommt's hier an? Bei Ministerrücktritten muss ich grundsätzlich nachts das oberste Stockwerk des Ministeriums abfilmen, wo Licht brennt. Lektion 1. Oberstes Stockwerk von Ministerium abfilmen, wo Licht brennt. So ist es richtig. Hinter diesen Fenstern, ahnt man, ringt ein Minister um seine Entscheidung. Falsch. Das Ministerium ist eindeutig zu weit weg. Näher rangehen. Nein, auch falsch. Viel zu nah. Beispiel 2. Tarifverhandlungen der metallverarbeitenden Industrie Nordwürttemberg. Was sind hier die Essentials? Da muss ich unbedingt den Konferenztisch abfilmen. Wichtig sind Tassen, Thermoskannen, Blumenbuketts und natürlich überquellende Aschenbecher. Lektion 2. Konferenztisch mit Thermoskannen, Blumenbouquets und überquellenden Aschenbechern filmen. Genau richtig. So und nicht anders muss das aussehen, wenn nach hartem Verhandlungsmarathon im frühen Morgengrauen 0,07% mehr Lohn herausgekommen sind. Leider falsch. So sieht das aus, wenn sich die Tarifpartner ihre Zeit hauptsächlich mit Kopfschlagen, Strippoker und Kampfsaufen vertrieben haben. Auch falsch. Dieser Aschenbecher quillt nicht über. Unbedingt vorher auffüllen. In jedem gut sortierten Sat1-Journalistenbedarfladen gibt es für diesen Zweck diese praktischen Nachfüllpäckchen. Beispiel 3. Das Statement des Staatssekretärs. Was ist hierbei zu beachten? Bevor der Staatssekretär sein Statement abgibt, muss er immer gezeigt werden, wie er gerade aus dem Paternoster kommt, einen Gang entlang geht und danach in sein Büro eintritt. Lektion 3. Staatssekretär muss aus Paternoster kommen, Gang entlang gehen, ins Büro eintreten. So ist es richtig. Wichtiges Detail, die Aktenmappe, die der Staatssekretär unter dem Arm trägt. Sie suggeriert Kompetenz. Falsch. Typischer Anfängerfehler. Der Staatssekretär sollte auf keinen Fall einen Gummibaum unter dem Arm tragen. Zu flippig. Fast richtig. Der Staatssekretär kommt entschlossen aus dem Aufzug. Mit weit ausholenden Schritten durchmisst er den Gang. Doch plötzlich... Das sind Szenen, die mit investigativem Journalismus nichts mehr zu tun haben. Besuchen Sie deshalb noch heute unsere Sat1-Journalistenschule. Recherche mit Pfiff. Das ist die aktuelle und erste gemeinsame CD des neuen Projekts Glashaus. Moses Pelham und Cassandra Steen, Wenn das Liebe ist. Herzlich willkommen! Nimm Platz, bitteschön! Schön, dass wir auch dich mal in der Sendung haben. Du bist ja eigentlich eher jemand, der so im Hintergrund sich eher hält, oder? Ja, also meine Arbeit ist im Studio, im Büro. Ja. Bühne schon seit 2-3 Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Aber es ist nett, hier zu sein. Ja. Danke. Das ist meins. Das ist deins und das ist das von Cassandra. Willst du auch mal Wasser, Cassandra? Nein. Wie ist es? Kann man sagen, du bist der Entdecker von Sabrina Setlow und Xavier Naidoo? Also entdeckt haben die sich ja selbst. Ja, nee, sie haben rum, aber also du hast gesagt, hey, da laufen ja Sabrina Setlow und Xavier Naidoo und meine kleine Platte, oder wie war das? nachdem wir eine Struktur für uns selbst geschaffen hatten, also muss sehen, wir waren ursprünglich halt Künstler, die von der Industrie verschmäht wurden. Wirklich? Ja, Logo, also wir haben... 4 Jahre lang Musikproduktion gemacht, ohne dass irgendjemand irgendwas haben wollte. Also jeder A&R in Deutschland hat 100% irgendwie ein Tape von uns auf dem Tisch gehabt. Keiner wollte es haben. Irgendwann selbst angefangen, eine Struktur aufzubauen, weil wir so als Künstler gebraucht haben, also Thomas und ich. Und irgendwann den konsequenten Schritt gemacht, das eben auch anderen Leuten zur Verfügung zu stellen, die wir für talentiert hielten. Und das waren eben auch die Sabrina und der Xavier. Aber da gibt es noch ganz andere Leute. Zum Beispiel? Azad kommt jetzt. Jay Love ist gerade an seinem Zeug dran. Ich sehe dich. Die sind auch hier? Nee, ich sehe sie im Fernsehen. Ach so. Wie, du kannst aus dem Fernsehen rausgucken? Ja, ja. Das wusste man bisher noch gar nicht, oder? Ja? Wen gibt's noch? Illmatic, hab ich gestern getroffen, ist an seinem Album dran. Ja.
Stephen Galloways neues Signing von der Sabrina. Auf Sabrinas Label wird er kommen. Ah, das hat Sabrina erzählt, als sie hier war damals, bevor sie mit Boris zusammen war. Ich wollte ihr ein Stichwort geben. Ja. Hast du eigentlich Boris schon kennengelernt? Kommt auch, ist auch nein. Nee, nix. Bist du noch in Kontakt mit Sabrina? Ja. Der schon, sprecht ihr darüber? Über Boris Becker? Ja. Wenig. Ich habe gelesen, ihre Fans seien sauer, weil sie sagt, sie würde jetzt sozusagen mit Boris Becker, also sie wäre noch nur die Frau an der Seite von Boris Becker und das würden ihr die harten Hip-Hop-Fans übel nehmen. Ist da was dran? Ich meine, es gibt ja immer irgendwelche Menschen, die Künstlern irgendwas übel nehmen. Das ist halt ihr Leben, weißt du? Also ich finde es, wer immer ihr sowas übel nimmt, dem kann ich halt auch nicht helfen und sie sicher auch nicht. Stimmt. Sie wird sicher in Bälde zeigen, was sie hauptsächlich macht, wenn das auch im Moment nicht das ist, womit sie in Schlagzeilen. Gut, aber sie ist eine junge Frau, die liebt und Nee, vor allen Dingen ist eine junge Frau, die Kunst schafft. Ja, und sehr sympathisch. Ja. Einer meiner Lieblingsgäste. Das könnte natürlich auch Cassandra werden. Du bist zum ersten Mal hier bei uns. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Sag mal, du kommst aus meiner Heimat, Cassandra. Schon. Aus Ruid bei Stuttgart. Ja. Ja, sprichst du auch Schwäbisch? Ein bisschen, wenn es sein muss. Ehrlich? Wohin ihr euch kennengelernt, hä? Bitte? Wo habt ihr euch kennengelernt? Weil Rap ist ja für mich irgendwie so brennende Benzinfässer unter Leute mit Pudelmütze machen. Ho, ho. Aber so. Nicht ja. Immer Schwäbisch. Aber das ist nicht so, oder? Das ist auch ein Klischee, oder? Oder nicht? Das ist ein Klischee, oder nicht? Würde ich sagen, ja. Ja. Aber was du nachher singst, ist kein Rap, oder? Nee. Ist das... Also nicht direkt. Nee, ist eine Ballade, kann man sagen. Ja? Wo habt ihr euch kennengelernt? Also wir haben bei uns in der Firma, so bei 3P, lag eine Kassette rum, die uns von Cassandras ehemaliger Produktionsfirma geschickt wurde, die wollten irgendwie Texte oder Komposition oder irgendwas haben. Und das ist gar nicht zu Martin und mir vorgedrungen, weil wir halt mit anderen Sachen beschäftigt waren. Nur irgendwie ein Jahr später hat das bei uns wieder jemand rausgekramt und gesagt, hier, die Alte war so dope. Ich meine, was mit der passiert? Ich meine, das war keine... Die Alte war so dope? Das junge Mädchen war so, klang so das talentiert. Mädel kann was! Ja. Hat man zu meiner Zeit gesagt, ja? Die Alte war so dope. Ja. Ist der Satz auch noch aktuell, wenn ihr die Sendung ausstrahlt? Oder? Bestimmt, ja. Echt? Ja. Die Alte war so dope. Aber es war sehr schön, was sie da gemacht hat. Hat uns sehr gut gefallen. Ja. Und wir haben einfach damit gerechnet, dass wir sehr bald irgendwie einen Tonträger draußen kaufen könnten von dem Zeug. Und als dann, wie gesagt, ein Jahr lang gar nichts passiert ist, kam der Goran, das sage ich an dieser Stelle immer, Goranji, mit dem Tape an und sagte, also irgendwas läuft da offensichtlich schief, sollen wir uns nicht mal treffen, mal fragen, ob wir irgendwie helfen können. Wir wussten ja nicht, ob sie selbst produziert oder Produzenten sucht, daran haben der Martin und ich. Dann hat er dich angerufen? Er hat mich angerufen, ja. Hast du erst so einen Trick gehalten, so, diese Plattenproduzenten wollen ja eigentlich junge Frauen eigentlich nur in die Kiste kriegen. Und, oder hast du gleich Vertrauen zu ihm gehabt? Also am Anfang war es eher so eine Reaktion an... Was immer es ist, ich habe nichts getan, was immer sie von mir wollen, aber... Erzähl doch mal weiter. Was wollten die denn von dir? Die wollten eigentlich nur wissen, ob ich Interesse hätte, mit ihnen zu arbeiten. Echt? Ja. Glaubt man als junge Frau so einen Satz? Haben wir nicht das Gefühl, die denken sich, die Alte ist dope, die lassen wir jetzt mal nach Frankfurt kommen? Das hat mir am Anfang nicht so beigebracht, so die Alte ist dope. Man hat mir gesagt, ja, wir finden deine Stimme ganz schön und... Also dann doch schon in so einem Vokabular, oder? Ja. Ja. Und dann habt ihr das zusammen aufgenommen? Gleich am nächsten Tag, oder? Ja. Das Lied also, war schon fertig, oder? Nee, nicht, aber nicht, wenn es Liebe ist. Das war dann nee, wir hatten, so lange. Genau, wir haben uns Freitagabend getroffen, waren was essen. Was geht man da so essen in der Plattenbranche? Bei uns geht es immer zum Italiener, weil da viele bei Künstler... Bei uns auch zum Italiener. Ja, bei uns können, so viele Künstler können bei uns nicht mehr zum Italiener, weil sie auf der weißen Tischdecke das Zeug nicht mehr finden. Ist das in der Musikbranche auch ein Thema? Ich kann so schlecht für die ganze Musikbranche sprechen. Also bei uns ist es definitiv kein Thema. Nee. Wie gesagt, wir waren abends beim Italiener, waren am nächsten Vormittag bei mir zu Hause. Ich habe so ein Musikzimmer. Ja. Hab hier so ein paar Sachen. Ja, ich habe mal gesehen, du hast vor allem... Was stimmt an meinem Musikzimmer? Nee, das muss ich mal fragen. Du hast diesen Produzentenledersessel. Meiner ist ja hier so von der DAK.
Ja, so einen hatte ich früher auch. Ja, wo ich also sage, Ihnen ist die Rente gestrichen. Mhm. Aber du hast diesen großen, ich habe mal ein Porträt über dich gesehen im Fernsehen, der geht so über den Kopf rüber und das ist dieses ganze schwere, massive Lederteil. Und das haben alle Musikproduzenten, das ist der Musikproduzentensessel. Wo gibt es solche Sessel? Ehrlich gesagt habe ich das vergessen, wo es die gibt, aber wir haben die im Studio stehen und bei uns in der Firma stehen. Ja, und das ist... Aber es ist wahrscheinlich so, dass ich die auch irgendwann im Fernsehen gesehen habe, bei irgendwelchen Musikproduzenten dachte, wenn ich mal groß bin, will ich auch so einen haben. Ja, und es wirkt absolut amtlich. Ja. Wie gesagt, wir saßen dann bei mir Musikzimmer? Im Musikzimmer. Ein Keyboard? Da gibt es auch ein Keyboard, aber ich kann ja nicht spielen. Ach so. Haben halt in ein paar Beats, die wir hatten, reingehört und es gab ein Stück... Ja, was heißt das? Da läuft es... Ja, mit... Das bedienst du? Das bediene ich auch. Also der Mensch, der gleich mit der Cassandra performen wird, ja. Der sie am Flügel begleitet, wie man beim ZDF Flügel sagt. Begleitet, ja. Ja. ist eigentlich der Musiker unter uns beiden. Der macht dann die Harmonien und so weiter und du lieferst den Beat. Auf jeden Fall haben wir ein paar Sachen vorgespielt. Ja. Und es gab das Stück So lange und das Stück Fliegen. Zwei Stücke, die auf dem Album jetzt auch sind, die gab es schon, die hatte ich schon geschrieben. Und die hatte der Martin auch im Layout gesungen. Die haben mir gefallen, sind wir rüber ins Studio gefahren, haben So lange aufgenommen. Das war das erste Stück, was wir hatten. Und so hat sich dann, also nachdem wir dann das Stück auch mal nach Stutti geschickt hatten zu ihr. Wohin? Nach Stutti. Ist das Rapperbegriff für Stuttgart? Aber ich dachte, das sagt man bei euch so. Stutti? Stutti? Stutti. 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 Stutti sagt man, aber erst seit ich weg bin. Mit G. Stutti? Stutti? Stuttgart nennt man Stutti? Also, hab ich auch immer so gehört, ja. Man sagt, das sagen auch ältere Menschen. Stucki? Weniger. Ich glaube, es sind eher die Jungen, Hip-Hopper, die sagen, wir gehen nach Stucki nach. Gut, also wie auch immer, das Tape hingeschickt. Und ihr hat es offensichtlich auch gefallen. So haben wir halt weitergearbeitet, wollten eigentlich das Cassandra-Steen-Solo-Album machen und haben unterwegs halt gemerkt, dass die Platte, dadurch, dass ich die ganzen Texte geschrieben hatte, sehr viel näher an meiner Gefühlswelt war. Und haben einfach uns entschlossen, das Ding Glashaus zu nennen. Das Projekt zu sehen. Das gefällt mir, diese Namen immer bei diesen Gruppen. Glashaus. Hattet ihr noch Alternativen? Es gab noch eine Alternative, Trost, wollten wir es auch noch nennen. Trost. Mhm. Jetzt, meine Damen und Herren, sagt man da noch Gruppe oder sagt man Projekt? Wir singen Glashaus. Der Echo geht an Glashaus. Der Echo geht an Trost. Ja, also in Wahrheit ist es ja so, dass für mich diese Platte Glashaus ist oder Trost gewesen wäre. Nur wenn du Singles veröffentlichst, wie wir jetzt, wenn das Liebe ist. Das heißt, die Single? Dann ist halt ein bisschen doof, weil du warum ja guckst du eigentlich gerade in dem Moment weg, wo fotografiert wird hier? Auf dem. Das ist immer wie früher bei uns, also guck doch mal einmal. Guck mal, habt ihr das in der Kirche aufgenommen? Aha, ja, aber das Foto ist in der Kirche aufgenommen, ja. Und du guckst weg? Ja. Zufall, oder? Mhm. Das ist der Pianist, der die Harmonien kann. Der ist vor allen Dingen mein Partner auf der Produktionszeit, also nicht nur Pianist. Der ist auch finanziell richtig mit dran beteiligt. Das auch, das wollte ich gerade sagen. Du hast Millionen verdient mit diesen jungen Leuten, oder? Wir haben auch schon relativ viel Geld verdient. Wir haben halt auch leider auch schon Arsch voll Geld ausgegeben. Echt? Wie viel ist das etwa in D-Mark, ein Arsch voll Geld? Kommt was zusammen, darf ich so sagen. Ehrlich? Ja. Stucki, ich komme nicht drüber weg. Stucki, meine, ein Arsch voll Geld. Ich habe einen Arsch voll Geld in Stucki verloren, aber das könnte passen. Absolut. Ja. Aber du bist in Frankfurt geboren, oder? Mhm. Man hört es noch so raus, hessisch, aber hast du mal richtig hessisch gebabbelt? Stimmt das, ich habe immer das Gefühl, ich spreche Hochdeutsch. Ja, das machen die auch in Stucki. Aber so, das ist mehr das Beamtenschwäbisch, so wie es, also Lothar Späth zum Beispiel, wie gesagt, wenn ich ein Joint Venture habe, wie ich so die Leute rankriege, die da mit einsteigen. Ja? Aber man hört schon noch. Bist du so ein Hesse, so ein gemütlicher Ebelboy und ist auch nur ein Klischee, oder? Also ich fühle mich auch als Hesse. Ebelboy ist nicht so mein Ding, ich bin mehr Biertrinker. Ja? Pilz oder? Pilz, ja. Oder Weizenbier? Ja, Pilz. Oder hier Kölsch auch? Kölsch finde ich lecker, also ist das Beste an Köln eigentlich. Dann muss ich sagen, er hat recht. Wenn das Liebe ist. Glashaus, begleitet von Martin Haas. Ganz richtig. Begleitet von Martin Haas, meine Damen und Herren, an einem echten Flügel live. Cassandra Steen. Mmh.
unter Tränen eingeschlafen. Bin unter Tränen wieder aufgewacht. Hab über dieselbe beschissene Frage 2 Millionen Mal nachgedacht. Hab mich verdreht und mich gewendet in demselben Scheißproblem. Für dich ist das beendet, aber ich kann dich sehen. Das war's, meine Damen und Herren. Glashaus, das ist die Platte. Dankeschön, gute Nacht. Servus.